so, keine Ahnung, ob man eine vorgeschobene Basis hier bauen oder einfach nur eine Schweinezucht. Wird sich Henry bestimmt freuen. So, jetzt habe ich natürlich hier aus Versehen mit dem Bogen erstmal irgendwas kaputt geschlagen. Oh, Hilfe. Was natürlich nicht so toll ist für den Bogen. Wird er sich nicht freuen. So, du bist auch noch Trope, ne? Jo, dann hauen wir dich auch mal aus der Gegend. In der Hoffnung, dass wir dann 4 Setzlinge haben. Ach, wir haben schon 4, okay. Na dann, schaut mich nicht so an, sonst jippt das. So, dann hauen wir hier noch ein bisschen was weg. Und dann soll das quasi erstmal genügen. Wir waren ja dann quasi schon 2 Minecraft-Tage waren wir dann hier unterwegs. Oh, naja, die Ausbeute ist jetzt nicht gerade die fetteste. Aber es ist besser wie nichts. Selbst der Wille zählt beim Farmen von Ressourcen. Sag ich jetzt mal. Außerdem die Axt. Na okay, wir haben noch eine zur Not mit dabei. Wollte ich gerade sagen, unsere Axt macht es nicht mehr so lange mit. Oh, ein Apfel. Wir leben ja auch teilweise ein wenig gesund. Da kann man das auch mal essen. So. Ach ja, was ich hier so nebenbei so ein bisschen erzählen kann. Ich habe mal auf Amazon ein klein wenig rumgeguckt, weil ich mir dachte, schaust du doch mal, was es denn so an netten Collectors Editions gibt, denn ich sammle ja hier die ein oder andere Collectors Edition einfach aus nostalgischen und persönlichen Gründen, weil es mir halt einfach besser gefällt. Und da bin ich da über StarCraft gestolpert. StarCraft Wings of Liberty. Dann habe ich so geguckt, alles klar, Neupreis, der lag so bei 400 Euro. Habe ich mir gedacht, nee, dann gab es einen Gebrauchtpreis für paar 60 Euro. Dann habe ich mir gedacht, na, da guckst du mal eben kurz, was denn da so gibt. Habe ich da mal reingeguckt und echt, das ist so kackendreist. Verkaufen die das Ding für 70 Euro und da steht drin, ja, alles original verschweißt und so weiter, aber Game Key nicht mehr vorhanden. Und das ging dann hoch bis 140 Euro. Da stand da alles neu und original verpackt ohne Key. Ich meine jetzt, wer? Jetzt mal eine ganz ernste Frage. Wer gibt über 100 Euro aus für ein Spiel, was er gar nicht spielen kann? Weil sobald der Key weg ist, über Blizzard, man weiß ja, das aktiviert man online und dann ist man quasi offizieller Besitzer davon. Wer gibt dann da noch Kohle aus? Für nichts? Das wäre ja quasi so, als würde ich sagen, alles klar, pass mal auf. Hier, ich habe eine relativ abgegriffene Maus. Die verkaufe ich dir jetzt für 60 Euro. Wenn du die haben willst, dann sag einfach Bescheid und ich schicke dir die zu. Und ich packe die dann sogar noch in Frischhaltefolie mit ein. So. Also ich würde sagen, die Nacht verbringen wir dann noch hier und dann geht's auf den Rückweg. Und vor allem, das sind ja dann nicht irgendwelche Privatleute, die das dann verkaufen. Das sind Läden, ja? Da stand ein Laden dahinter, wo ich mir dachte, Alter, als Laden, da machst du dich voll zum Affen, wenn du sagst, hier verkaufst du irgendwas als sehr gut erhalten und dann ist das Hauptaugenmerk, was eigentlich ein PC-Spiel darstellt, nämlich das Spiel, gar nicht da. Wo du dann sagen kannst, ja, nö, das ist halt nicht da, kannst du gucken, kriegst du ein Stück Karton. Ich verkaufe dir jetzt auch mein PlayStation 3 Karton. Mein PlayStation 4 Karton verkaufe ich dir auch für. Huch, scheiße. Okay, Aufnahme läuft noch. Sehr gut. Kann sein, dass ihr mal kurz schwarzen Bildschirm habt. Keine Ahnung, wieso das jetzt hier rumgezickt hat. Ich verkaufe dir auch meinen PlayStation 4 Karton für 180 Euro. So. Bin mal gespannt, ob den jemand haben möchte. So, dale. Hier haben wir noch einen Apfel. So, wo müssen wir eigentlich nach Hause? Ich habe die Orientierung jetzt gerade so ein bisschen verloren. Nein. Ja, ein Ozelot. Shit. Also, das nächste Mal bringen wir mit Fische. Damit wir uns hier einen Ozeloten zähmen können. Daran habe ich jetzt gar nicht gedacht, dass wenn wir in den Dschungel gehen, uns hier Miezemauns tamen können. Naja. Für das nächste Mal wissen wir Bescheid. So, hier müsste doch auch noch irgendwo so ein Dings drunter sein, so ein einzelner Block hier. So, ich höre schon wieder eine Spinne. Aber das kommt bestimmt irgendwo aus dem Untergrund. Ja, ich würde sagen, für das hier die grüne. Oh, da, ein Setzling.
Für das hier die grüne Hölle war, als wir angekommen sind, schaut es doch jetzt recht übersichtlich aus. Shit, wo haben wir eigentlich da drüben? Wollte gerade fragen, wo haben wir den anderen Baum abgeholzt? Da habe ich nämlich keine Fackel platziert gehabt. Was willst denn du hier an der Oberfläche, Junge? Ja, genau, hier ist heiß. Verzieh dich. Und eine Spinne. Alter, wie tief das runtergeht. Krass. So. Ja, wenn der decayt, hoffe ich mal, dass da nichts runterfällt. Haben wir denn... Ja, drei Erde haben wir. Da werden wir mal schnell hier... Zack, zack, zack. Ein bisschen mehr bräuchten wir. Was bist du hier? Hau ab. Ich kann keinen von euch gebrauchen hier. Ihr stört nur. Hier nehme ich mir mal ganz schnell ein bisschen Erde. Weichen hier mal aus. So, dann du weg, du her. Und die Sonne geht schon wieder unter. Da müssen wir uns jetzt ein klein wenig beeilen. Ein wenig sputen quasi. So, sollte genügen. Und die gute Nachtkartoffel. So, dann war das ja wieder mal ein recht netter Tag im Dschungel. So, wenn der Kollege hier auch noch ein bisschen schneller decayen würde, das warten wir natürlich dann noch ab. Bis der decayt ist, denn Setzdinge, die brauchen wir ja mehr als dringend. Weil von Tropenholz haben wir, glaube ich, gar nicht so viele. So, komm, 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 gib mir, gib mir, gib mir. Wir könnten jetzt aber in der Theorie auch hier erstmal wieder so einen Vierer pflanzen. Jetzt erstmal gute Nacht. Ja, guten Morgen. Ja, wie gesagt, wir könnten hier so ein Vierer herpflanzen, dass dann ein schöner großer entsteht. Aber das mache ich jetzt einfach mal von dem Kollegen hier abhängig. Wenn der noch zwei Setzlinge droppt, dann baue ich hier so ein Vierer her. Wenn nicht, dann nehme ich komplett alles mit nach Hause und dann bauen wir uns zu Hause noch ein bisschen was an. Und ja. Ne, den fehle ich jetzt nicht. Ich mache nur noch hier ein bisschen das Bodengezuppel weg. Kann ja schon mal hier unser Bettchen abreißen. Das nehmen wir nämlich wieder mit. So, und dann diese Richtung ging es, glaube ich, nach Hause. Oder in diese. Warte mal, da geht die Sonne auf. Wenn wir aus dem Fenster geguckt haben, ging es ja auch immer auf die Sonne. Und wir sind dann nach rechts in den Dschungel. Das heißt, wir müssen in diese Richtung. Warte mal. Vielleicht sehe ich das ja sogar von hier, oder? Ups. Nicht beabsichtigt. Ist das da hinten? Ja, das müsste unser Berg sein. Den Baum da oben, glaube ich, erkenne ich. So, hier kommt DK ein bisschen schneller. Ach was. Ich weiß, warum der nicht decayt. Oh, komm, wir nehmen Kies. Bauen uns mal schnell nach oben und dann schlagen wir das Ding hier raus. So, jetzt kannst du aber decayen, oder? Genau, sehr schön. So. Lass mir nochmal zwei Setzlinge fallen, mein Freund. Also, dass wir auf 7 kommen, denn dann gibt es hier nämlich einen neuen Baum. So, wo sind wir denn hier? Ach, hier sind wir vorhin rausgekommen. Haben wir hier vielleicht noch irgendwas? Hier ist ein Eichenbäumchen. Was ist das denn? Du sollst nicht klettern, Henry. Oder Henrys Mann, je nachdem. Also, einer von Henrys Männern. Nicht, dass man da jetzt irgendetwas Falsches hineininterpretiert. Möchte ich auch nicht. Rufmord an Henry. So, warte. Boah! Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg! Oh, Mann! So. Sollte ich vielleicht hier noch eine Fackel hersetzen, ne? So. Gut, wir haben wieder ein klein wenig Erde, das heißt, wir können das Loch hier ein bisschen weiter ausstopfen. So, mehr mache ich aber dann auch nicht, dass man da noch sieht, da ist ein Loch. Hier, komm, gib mir Setzlinge. Kann ja nicht so lange dauern hier. Ich hab's eilig, die Leute wollen was sehen. Was ist denn hier? Hier geht schon wieder runter, warte. Da muss ich jetzt auch nochmal ganz kurz gucken, aber da kommen wir... Nee, da kommen wir eigentlich schön runter. Wie eine Treppe. Nee, ich baue mir jetzt keine Fackeln. Wir haben genug Fackeln bei uns im Lager. Dann nehmen wir uns das nächste Mal höchstens welche mit. Also, die nächste Höhentour, entweder wird sie bei uns im Minentrakt dann
vonstatten gehen, weil da haben wir ja auch schon so eine Art Höhle erstmal erschlossen. Oder, was denn jetzt hier mit Setzlingen, Junge? Oder aber, wir kommen hierher. Liegt da oben drauf wenigstens einer. Nicht mal das? Ja, dann nehme ich meine Setzlinge und gehe nach Hause. Sieh ja. Da warte ich jetzt nämlich nicht länger, weil da kommen bestimmt keine zwei mehr raus. Halt, ich laufe falsch. Danke, dass ihr es gesagt habt. Wir müssen ja da entlang. So, hi. Wir müssen uns hier eh noch so eine Art Aufstieg bauen. So, dann ein prüfender Blick. Nichts zu erkennen. Aber ich erkenne den Hügel. Das ist Henrys Hügel. Hallo, Utze. So, boing, boing. Es geht nach Hause. Ja, ich sehe unsere Mauer schon. Ja, an der Mauer, da müssen wir eh noch ein klein wenig weitermachen. Da müssen wir auch noch die einzelnen Elemente mit einpassen. Habe ich euch ja, ich glaube, das vorletzte Mal, glaube ich, habe ich euch gezeigt, was ich gemeint habe. Von wegen Design-Elemente. So, und dann würde ich sagen, wir gehen eine Runde verzaubern. Und diesmal würde ich ein Büchlein verzaubern. Des Weiteren, hier müssen wir dann noch unseren Abstieg machen für die U-Bahn. Wir müssen dann den Bahnhof hier drin noch bauen, wobei er hier unterirdisch gelegt wird. Dann müssen wir hier unseren Turm noch bauen. Wir müssen drüben, also wir müssen noch so viel, das ist unglaublich. Und ich pimmel da den ganzen Tag irgendwie im Dschungel rum. So, Endertruhe, Turm hinten. Turm hinten? Ah, Turm hinten, ja, ja. Turm hinten, ist klar. Dann laden wir jetzt erstmal den ganzen Krimskrams, laden wir jetzt erstmal ab. So, und nehmen uns natürlich ein ganzes Stack Fackeln wieder mit, damit wir hier auch wieder mal ein klein wenig Platz bekommen. So, halt, nein. Hier ist es. Tropenholz. Und schauen wir mal, wie viele Setzlinge das wir von Tropen haben. 15, jetzt haben wir 20, das ist nicht die Welt. So, dann nehmen wir uns noch einmal einen ganzen Arm voll Eichensetzlinge mit, denn wir gehen jetzt pflanzen. Wir erweitern den Wald. Was sagt die Uhr? Wir haben Mittag. Das ist eine gute Zeit, um einen Wald zu pflanzen. So, und da gehe ich jetzt dann auch ein Stückchen da rüber. Da wird nämlich auch noch ein bisschen was angepflanzt. So, hier da, wo das Ding hier so rüber steht, da kommt ja dann quasi auch eine Mauer her. Hier kommt ja dann... Nee, die Mauer, die kommt... Weiter vorne. Mann, ich bin so unentschlossen mit dieser Mauer, verdammt. So, und dann pflanzen wir, denke ich mal, hier schon mal schön brav den Wald mit an. Damit wir quasi umgeben sind von Wäldern. Und da, wo wir dann sagen, alles klar, hier entsteht Lebensraum, da können wir den Wald dann wieder wegholzen, denn wenn wir dann unseren... Oh, da ist schon der erste Baum gewachsen, das ging ja fix. Wenn der Lebensraum wachsen muss, dann brauchen wir natürlich auch Baumaterialien dafür und die werden wir uns dann ganz fix fällen. Und es wird ja dann hier auch quasi so eine Art Farm-Area für uns, weil dasselbe, was ich mit dem Cobblestone mache, quasi ein... diese Speed-Aufnahmen mit dem Cobblestone-Farm, das wird dann hier mit dem Eichenholz passieren. Also hier unser Eichenwald, der wird dann auch ab und zu mal in einer Speed-Aufnahme ausgedünnt und natürlich dann auch gleichzeitig neu angepflanzt. Denn, ja, wir haben schon folgenweise damit verbracht, hier das Eichenholz anzueignen. Und deshalb habe ich mir so gedacht, das muss hier nicht jedes Mal aufs Neue gemacht werden, dass ihr da mit dabei seid. Ich meine, klar, ihr seid mit dabei, aber dann in der... Größenordnung, so, dann hier oben Top of the Hill kommt auch noch einer her. In der Größenordnung, wie wir es bis jetzt gemacht haben, dass wir da ein oder zwei Folgen nur am Holzfarmen sind, das wird halt dann quasi dann, ich sag mal, in der Realität so eine 4 bis 5 Folgen werden es werden, vielleicht auch 6. Und dann wird das alles einmal in den Zeitraffer geschmissen und der Zeitraffer wird dann quasi in einer Folge rauskommen und dann dürften wir genügend Holz haben, um gemütlich alles Mögliche zu bauen. Eigentlich müsste ich ja jetzt hier dann noch nicht nur Eiche, sondern auch alles andere anpflanzen.